Lialo, heute mal wieder ein kleiner Sicherheitshinweis. Ja, 10 Jahre alte Sicherheitslücke gefunden. Manchmal muss man Glück haben. Das ist halt Hintergrund dieser Glückskeks, hätte ich beinahe gesagt, Glücksdinge. Es geht um was? Abt-Offline. Was ist Abt-Offline? Ne? Wir machen das gerade mal. Sudo ab. PT-Offline. Ja, angenommen, ich hätte hier keine Internetverbindung, ein anderer aber schon. Ich würde jetzt gerne dem sagen, lad mir doch mal die und die Dateien runter, damit ich mir meinen Rechner aktualisieren kann. Dafür ist Apt-Offline gut. Zum Beispiel xxx-sig eine Signaturdatei erzeugen, mit dem dann der andere, der Internetverbindung hat, mir Dateien runterladen kann. Ja, gut, machen wir jetzt erstmal. Rotrechte bräuchten wir. So, jetzt haben wir ls eine Datei Signatur. Also, was ich quasi hier brauche, wo ich kein Internet hätte. Ne? Gut, in diesem Demo habe ich natürlich Internet, aber nehmen wir mal an, ich hätte keines. So, der jeweils andere will auf seinem Rechner jetzt Folgendes tun. Ich bin jetzt also jetzt nicht an diesem Rechner, der kein Internet hat, sondern am anderen. Und der macht dann im Prinzip genommen das Gleiche. Der macht es nur mit GET. Der holt für mich, ne, aus. Ja, mit Hilfe dieser Signaturdatei weiß er jetzt, was er holen soll. Und holt jetzt quasi die Updates für mich ab. So. Und anschließend, nachdem die abgeholt worden sind, kann er mir zum Beispiel eine ZIP-Datei machen, die ich dann einspielen kann, auch wieder mit Apt-Offline. Prima Sache. Nur doof, dass da seit 10 Jahren keiner gesehen hat, dass da ein übelster Fehler drin ist. Also so richtig übelster Fehler. Wer hat der das auch so leid? Ich zeige schon mal was. Ne? Gut, unsere guten alten Shell Command Injections haben wir hier. Apt-Offline. Nun, jetzt bekommt man ja irgendwann mal die ZIP-Datei von einem guten Mann, der gar nicht so gut ist, wie er vielleicht vorgibt. Verify Signatur. Ne? Also die Signaturen werden überprüft. Ne? Hier wird also richtig schön noch überprüft, ob alles seine Richtigkeit hat, ob da die richtigen ja, Signed Files drin sind, ob die richtig gut sind. Ne? Ja. Und das Ganze wird natürlich wieder mal auf OS-System gegeben, auf eine Shell injiziert. Wenn jetzt zum Beispiel, ich zeige das jetzt gleich mal, ne? Also da ist der Bug, ne? Das ist jetzt nicht so schön. Der ist ja 10 Jahre drin, ja, das ist, ja, der hat er schon 2005 geschrieben. Also warum finde ich immer so einen Scheiß? Entschuldigung. Ja, jedenfalls entsteht dadurch hinterher einen Ordner auf dem Rechner, der Internet hat. So, ich mache das jetzt mal kürzer, damit ich mal zeigen kann. So, und jetzt kommt er irgendwann mal angedackelt, der Kerl, der mir das runtergeladen hat, ne? Und sagt, hier hast du einen USB-Stick zum Beispiel. Ich habe das alles runtergeladen. So, das ist ja wunderbar. Und jetzt kann ich das wieder einspielen auf meinem PC, der kein Internet hat. Und krieg sowas. Ne? Fällt euch hier irgendwas auf? Ja, ich lasse das mal einwirken. Fällt euch irgendwas? Nee, fällt euch natürlich nicht auf. Ich scroll ja viel zu schnell. Gut. Egal wo in der Datei, ne? Ich kann irgendeine darin enthaltene Datei umbenennen und ein Shell-Kommando injizieren. Sieht man hier, ne? Ja, oder sieht man es nicht? Sieht man halt nicht, ne? Das ist ja quasi Worst Case. Man kann es kaum aushalten. Ne? Gut. Hier drin ist ein Shell-Kommando injiziert. X-Message, I am, who am I? Also das Programm X-Message ausführen, dann den Text hinschreiben, ich bin, also I am, und dann wäre dann zum Beispiel root, ne, als Demo-Exploit. Also wenn das hier funktioniert, weil ich alles erzähle, dann wird beim Importieren des heruntergeladenen ZIP-Archivs zweimal die Message ausgegeben, ich bin root. Ne? Ja, warum root? Ne? Ja, man muss seine Updates natürlich mit root-Rechten einspielen. Ich gehe jetzt mal in Downloads. Ich bin froh und glücklich. Endlich kann ich meine Updates einspielen, denn ich habe ja kein Internet gehabt. So, jetzt passiert Folgendes. Sudo muss ich machen, ne? Sonst geht das nicht. Das kann man auch gar nicht anders. apt-offline.
Und dann install, ne? Das ist so wie sudo apt-get install, nur offline install halt, ne? Weil ich ja kein Internet hätte. Bin froh, dass ich das jetzt über eine ZIP-Datei erledigen kann. Und bei der Überprüfung dieser Verify 6, da wird halt das Shell-Kommando injiziert mit, ja, mit was? Mit Root-Rechten. Und sehen kann man das natürlich nicht erstmal, aber damit man das hier sieht, habe ich das mit dem X-Message I am root gemacht, ne? Root wird eingesetzt durch sudo, damit man sieht, ich war tatsächlich root. Und so, und jetzt kommt der Name der Datei, Enter. So, der spielt jetzt die Updates ein. Und wenn das alles so stimmt, was ich erzählt habe, kommt gleich so ein kleines Fensterchen. X-Message, I am root. Und zwar gleich zweimal. So, und da ist es schon, ne? Da ist es schon, das erste. Das hält jetzt auch schön an, ne, weil es ein grafisches Fenster ist. Und auf ich schließe dich jetzt mal wartet. Und das kommt gleich nochmal. Bom, ne? Ich hatte das Shell-Kommando zweimal injiziert. Ich hätte jetzt hier jedes beliebige Kommando injizieren können. Festplatte formatieren, in einen neuen Benutzer anlegen, Firewall abschalten und. Aber wir wollten ja im Video sehen, dass es geht. Und es geht wunderbar. Ich hoffe, hiermit geholfen haben. Fehler habe ich natürlich gemeldet. Der Bug. 10 Jahre alt, einer hat es gesehen. Ich muss halt immer alles selber machen. Guckt da Kaiser auch rein. Kann ja auch nichts. Und tschüss.